Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Wie ihr seht, habe ich hier unsere Borax-Geschichte erweitert, dass jetzt hier 10 Washer 2 arbeiten und 10,5 bräuchten wir, um ein rotes Fließband komplett zu füllen. Das ist also schon mal eine deutliche Verbesserung, aber ich bin damit einfach noch nicht zufrieden. Und das Problem, was mich am meisten stört, ist diese Geschichte hier. Nexelit werden irgendwann hier diese Kisten volllaufen. Tailings Dust, hier werden die Kisten volllaufen. Und dafür, wenn hier irgendwie sowas passiert, habe ich hier schon Löcher gegraben, wo wir Tailings dann einfach in einem Erdboden versinken lassen. Das ist aber nichts, was mir wirklich gut gefällt. Wir müssen an dieses Borax-Problem ernsthaft ran. Und das ist nicht eine Sache, die ich mal eben so zwischen Tür und Angel hinhuddeln kann, sondern das müssen wir gemeinsam angehen. Das ist ein Projekt wie die Plastikfarm, wie das Titanwerk. Da müssen wir ran. Und ich möchte dann auch hier den Platz für die Kraftwerkserweiterung lassen. Das heißt, wir gehen hier ein bisschen runter. Dann haben wir hier ein bisschen Platz für Wege. Hier ist das unterste Rohr, was hier irgendwie noch lang geht. Und dann dachte ich, fangen wir hier mal an. Und wir werden dazu etliche Maschinen brauchen, die muss ich erst noch bauen. Aber trotzdem, damit wir überhaupt erstmal was sehen, will ich schon mal ein bisschen was anfangen. So. Das heißt, ich stelle mir das ungefähr so vor, dass hier 5 Washer und 5 Washer nebeneinander stehen und hier ihr Zeug loswerden. So, und dann machen wir das so gegenüber, also das geht schon mal nicht. Hä? Das ist eigentlich auch egal, denn ich muss die ja hier nicht in der Mitte verbinden. Ich kann die Rohre auch so setzen. So, hier haben wir dann irgendwie Tailings, hier haben wir Wasser. So. Dann werden wir mit Wasser auch nicht so zurechtkommen. Warte mal, wie viel Wasser brauchst du? Achso, genau. Und ich will 4 Reihen machen. Das heißt, dass wir 2 rote Fließbänder mit Tailings füllen. Das ist mein Ziel. Das heißt also, 20 von den Maschinen sind 800 ein bisschen Wasser, was wir brauchen. Das heißt, ich mache das dann hier auch über einen Pumpjack. Über so einen. Oder? Warte mal. Stopp mal, hör auf. Oder ich nehme die. Dann kriegt jede Reihe einen von den gelben. Eine Reihe braucht 220 oder 210 ungefähr und 300 produziert so ein gelber. Dann machen wir das so. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, die kommen dann da irgendwie drüber, drunter oder durch. Ich würde sagen, ich packe die dann da drunter. Gut. Dann diese Geschichte hier. Ich würde jetzt vielleicht schon gerne mal eben anfangen, ein bisschen mehr Nexelit loszuwerden. Und ich habe die Rezepte gewälzt. Was kann man mit Nexelit alles Tolles machen? Oder wie können wir Tailings noch anders loswerden? Es ist alles schwierig. Es ist schwierig. Aber eine einfache Sache gibt es, die uns das Leben tatsächlich erleichtert. Wir können nämlich tatsächlich unser Schweröl mit einem anderen Rezept herstellen. So, ich hoffe auch in denselben Fabriken. Hier benutzen wir jede Menge Salz, erzeugen Schwefel und Asche. Schwefel haben wir uns früher darüber gefreut, wenn wir ihn hatten. Mittlerweile haben wir durch diese Cadaveric Aurum Geschichte genügend Schwefel. Das heißt, ich kann mir das erlauben, hier auf den Schwefel zu verzichten. Und stattdessen dieses Rezept, was uns aus 266 Crude Oil 200 Heavy Oil macht. Und wir machen das folgendermaßen. Wir sagen... Ne, warte mal.
Ja, andere Maschine, wie es aussieht. Wir brauchen Heavy Oil. So machen wir es jetzt. Also genau, können wir mal eben schauen, das Verhältnis. 400 zu 300. Das heißt, 75% bekommen wir raus. Und wir wollen das machen. So. Bekommen wir 120% raus. Wir brauchen natürlich auch Dampf dafür. Ist das wirklich ein Fortschritt, wenn das das dritte Rezept ist? Ich weiß es nicht. Wir machen das trotzdem einfach mal. So 200 Steam auch. Das kann man hier so nicht sehen. Für 200 Steam, wie viel Energie kostet mich das? Aber ist egal, die Salzerzeugung und sowas kostet auch Energie. Und wir haben jetzt Nexelit übrig. Wir machen das einfach mal so. Will ich das wirklich so machen? Multipurpose Cracker, ja komm. Ich hab doch noch welche, oder? Ja. Und sind natürlich größer, ist ja klar. Sonst wäre ja auch doof. So, da bin ich wieder. Ich musste mal ganz in Ruhe für mich überlegen, ist das energetisch sinnvoll, was wir da überhaupt tun? Und ich denke, es ist einen Versuch wert. Denn hier links sehen wir, ich habe mal geguckt, wie viel Energie brauchen wir überhaupt, um 200 Dampf zu erzeugen. Und da habe ich einfach mal gesagt, wir machen die Energie mit Solid Fuel Blocks. Und den Solid Fuel Blocks können wir ganz einfach aus Heavy Oil herstellen. Und dann sehen wir, um diese 120 Heavy Oil rechts herzustellen, brauchen wir 200 Dampf. Und um die 200 Dampf herzustellen, brauchen wir 10 Heavy Oil. Wir brauchen nochmal zusätzlich 210 kW hier an Energieleistung, wenn man das jetzt so mitzählt. Was hat so ein Solid Fuel Block? Also hier kann ich es doch sehen. Da kann ich es nicht sehen. Solid. Ja, 12 Megajoule. Das heißt, 0,2 Megajoule brauchen wir da links für das Rezept. Also nochmal ein Sechzigstel von so einem Block. Das ist nicht der Rede wert. Das ist also nochmal 0,1 dabei. Also wir brauchen nicht 10 Öl, sondern ja weniger, etwas mehr als 10, 10,5 oder was weiß auch immer. Das ist nicht der Rede wert. Also wir machen das jetzt einfach mal. Punkt. Ich würde das hier sogar lassen. Das heißt, wenn wir zu wenig Schwefel haben, sollen die ruhig was machen. Ist das gut? Ich bin heute so entschlossen, merkt ihr das? Und Öl selbst ist hier auch ein bisschen Mangel. Na, es geht so. Die haben schon immer zu tun. Gut, also wir haben hier unseren Multipurpose Cracker. Damit wir das gleiche erzeugen wie hier. Genau, ich stelle mal eben einmal kurz einen auf. So. Du würdest herstellen Heavy Oil mit Nexelit zusammen. Erzeugst mir 120 pro Sekunde und du erzeugst mir 200 pro Sekunde. Und ich brauche noch mehr von den Dingern. Also 800. Dann bräuchte ich 7 von den Dingern. Ja.
Frage, werden die hier immer... Die haben ein bisschen Salzmangel teilweise. Warum eigentlich? Ist mir noch nicht ganz klar. Ach so, genau, weil die hier gefiltert sind. Was ist euer Problem hier? Ah, je nachdem, wie viel Schweröl da ist. Moment mal. Was habe ich hier gebaut? Ach so, genau. Nur wenn genügend Schweröl da ist, macht die auch. Das heißt, die würden schon noch mehr gerne machen wollen. Wir haben also auch zu wenig Schweröl. Ich verstehe. Ich mache hier eine neue Reihe. Brauche ich hier noch irgendwie einen Durchgangsplatz? Da oben ist ohnehin dicht. Da, das will ich, da will ich nicht lang. Ich denke, ich kann hier einfach links nebenbauen. Ja. Okay. Das heißt, ich setze dann auch unsere 8 Dinger hier einfach mal hin. So, du. Da wärst du am Rand des Weges. Da wäre ein tiefer. Da wärst du jetzt genau da drunter. 1, 2. Müsste eigentlich reichen. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. So, und die brauchen 8 mal 200 sind 1600 Dampf pro Sekunde. Durch 60 sind 25, 26, 27 Dampferzeuger. Machen wir 30, oder? Wenn ich das hier einfach mal durch 60 teile, sind es 3,5 ungefähr. 28. 28 reicht auf jeden Fall. Wir wollen das weniger als 28 von diesen Öfen. Und mir fällt auch auf, genügend Energie dafür haben wir. Wir haben ja jede Menge Briketts. Also überhaupt diese Rechnung war schon blödsinnig, weil wir haben genügend Energie über, die wir verheizen können mit den Briketts. Das ist alles kein Thema. Und Briketts sind ja noch günstiger als Solid Fuel Blocks. Ihr würdet wegschlucken 100 Öl pro Sekunde. Das schaffen wir ohnehin nicht, das herzustellen. Mache ich die Dampfgeneratoren da an die Seite. Ich muss mal eben gucken, wo mein Zug ist. Ich glaube nämlich, im Zug habe ich noch so Boiler. Achso, der steht ja hier. Alles klar. Und ich könnte auch mal eben gucken hier, Assistant Embryologie ist fertig. Ja, gibt es noch irgendwas in Sachen Dingritz, was wir brauchen? Ne, dann lasse ich die Forschung mal eben kurz ruhen. Aber wir brauchten irgendwie Arturien Eggs, ne? Arturien. Okay, das wird noch schwierig. Ich dachte, ich könnte es eben so ein bisschen Handcrafting machen, Sachen Dingrids. Aber das haut so nicht hin. So, hier schließen wir das ans Heavy Oil an.
Das wäre quasi hier. Wobei wir dann nochmal überlegen müssen, wann produzieren die und wann die anderen. Achso, und ich musste nochmal gucken, wie viele Nexelit-Platten kriegen wir da überhaupt jetzt pro Sekunde. Wenn die jetzt alle laufen, haben wir 8 Nexelit pro Sekunde, die wir loswerden. Wie ist jetzt unsere Nexelit-Produktion? Zehn pro Sekunde. Das ist ja gar nicht so schlecht, wobei das natürlich auch Produktion von oben ist, ne? Jetzt muss ich noch mal eben gucken. Tailings, wir hatten ungefähr 600, ich glaube 600 Tailings erzeugen wir durch unsere Borax-Produktion, wenn sie denn umgebaut ist. Das heißt 1,5 Raw Nexelit, ein halbes Clean Nexelit. Eine halbe Nexelit-Platte. Okay. Ja. Also, wir bauen jetzt hier gerade eine Anlage, die 8 Nexelit-Platten pro Sekunde verarbeiten kann, damit wir eine halbe Nexelit-Platte pro Sekunde, die wir übrig haben, auch loswerden. Das ist sinnvoll und logisch. So, jetzt brauchen wir Dampf, so genau, ich wollte zum Zug. Die 28 Dinger könnte ich auch hier so runterbauen. 14 und 14. So, mal eben schauen, ob hier noch ein paar Öfen mit dabei sind. Ich meine, da war irgendwas. Kann auch sein, dass ich sie verbaut habe inzwischen. Ne, hier sind sie. 41. Also mehr als ich brauche. Weiß gar nicht, brauche ich sonst noch was? Ein bisschen Eisen. Achso, ich habe hier schon leer geräubert. Dann fahr mal zum Bauhof und dann sehen wir uns später wieder. So, wenn wir den jetzt machen wir das am dümmsten. Wir müssen die ja auch mit Rohstoffen versorgen, also mit Brennmaterial. Wenn ich das jetzt so mache. Ne, das ist, gefällt mir nicht. Warte mal, einen weiter. Dann haben wir nämlich noch mehr Platz für Brennmaterial. So und so. Ja, und jetzt habe ich das Crude Oil leider an die 1 gebaut. Hätte ich auch an die 2 bauen können. Also hier muss noch Wasser hin auch, ja. Genau, warte mal. 1600 Dampf, das heißt auch dreimal Wasser. Dreimal Pump Jack. Oder haben wir hier, wir haben noch Wasser hier, ne? Ja. Zwei Wasserrohre, zwei Pumpen. Ja, machen wir so. 1, 2. Denn die Pumpjacks, dieser verbraucht ja schon 250 kW. Drei rote verbrauchen dann bestimmt 1,5 Megawatt. Das muss nicht sein. Die hier verbrauchen nichts. So, und jetzt bin ich hier ein bisschen zu dicht dran, würde ich sagen. Was?
2 runter. So, dann haben wir hier Rohr, da Rohr. Dann würde ich hier einfach mal so dahin gehen. So. Und dann haben wir hier Energiezulieferer. Und da haben wir Energiezulieferer. Und hier haben wir unser Nexelitband. Ja. Oh, da sind wir genau in die Mitte. Mitte ist auch doof, ne? War das hier immer ein Anfang? So, und das einzig Blöde ist nur, dass unser Brennstoff... Ah, nee, warte. Ist das Brennstoff? Geil. Hier sind Briketts. Die können wir nehmen. Dann machen wir das sogar von oben hier, ne? Das irgendwie so und so. Dann machen wir hier so einen Splitter hin. Ist das gut? Ich weiß noch nicht, ja. So. So. Wo sind sie? Da. So, Plastikrohre brauchen wir. Denn wir müssen hier mal zum Wasser. Mach das mal so. Reicht das? Wird knapp. Zu knapp. Ja, dann. Machen wir den mal hier so hin. Ich muss mir einen wegmachen. So, da haben wir eine Pumpe und die nächste machen wir dann hier oben hin. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, ja, aber doch. Naja, so mäßig sinnvoll. Ach, guck mal, die sind kaputt hier noch.
von ewigen Zeiten her. Also die Dampfkessel. Hier war ja irgendwann mal so ein Alien-Angriff. Ja, hier muss ich... Eigentlich muss ich... So... muss eigentlich noch so weiter. Das hilft ja nichts. Also machen wir das so rum. Ah, das reicht nicht. Aber so. Gut, dann haben wir zweimal Wasser. Zufällig habe ich ja Dampfkessel hier im Gepäck. Könnt ihr gern zwei von abhaben. Greifarme können wir hier mal austauschen. Ist das hier eigentlich im Betrieb? Nee, ne? Ja. Hat den Bedarf zugeschaltet und Bedarf ist momentan nicht da. So, du gehst bis da. Ja, das würde mir schon besser gefallen, wenn ich das denn... So mache, auch wenn es dann nicht übereinander ist. So. Das heißt, also nächste Lied fehlt, genau, danach könnten wir was arbeiten. Ja, nicht mal gerade laufen kann er. Vorsichtig. So, zwei unter Salz wäre eine Möglichkeit. Also hier oben kommt Nexelit. Das können wir so weiterreichen, würde ich sagen. Ist doch ganz prima. Machen wir das. Haben wir da. Wie ist das eigentlich radartechnisch hier jetzt gerade? Da wäre Ende. Ich pack den hier mal weg. Und dann so ein Megaradar. Wie heißt es? Mega da oder so ähnlich. Ja, ist ja gut. So.
Oh ja, eine Sache noch ganz wichtig. Wir müssen hier so eine Vorrangschaltung machen. Wir wollen ja nur überschüssiges nächste Lied hier loswerden. Wichtiger ist aber, wenn es hier nach rechts oben geht, um Aramid Fiber zu produzieren. So, und jetzt ist die Frage, machen wir noch eine Reservekiste oder sowas? Könnte man auch machen. Dass man hier jetzt sagt, falls uns das mal ausgeht, dann haben wir noch eine Reservekiste. So. So, und jetzt ist die Frage, also jetzt müssen wir das ja noch mit Strom versorgen, genau, damit das überhaupt funktioniert. Ich muss die Dampfkessel noch, die Boiler hier noch hinsetzen. Brauche ich da eine Unterbrechung drin? Nee, ne? Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kann übrigens sein, dass das jetzt nicht reicht mit dem Dampfrohr, ne? Dass das Dampfrohr nicht genügend Flüssigkeit aufnehmen kann. Ich weiß nämlich nicht, ist 1200 die Grenze oder vielleicht ein bisschen mehr? Wir werden es sehen. Also und natürlich Greifarm ist auch klar. Nachbauen. Auch gar nicht, geht gar nicht mehr so. So. An so einem Brikett haben die ja lange was zu knabbern, das ist ja echt super. So, Dampf ist da. Good Oil ist noch nicht angeschlossen. Das wäre hier oben. Ungefähr bis da. Achso, genau, Dampf ist halt, haben die auch nicht alle. Mein Zug. Mal zum Light Oil. Dahin bitte.
Der unterste arbeitet schon mal. Der kriegt nur noch nicht genügend Crude Oil. Wir müssen uns da mal eine Schaltung basteln, die bestimmt, wann hier wer arbeitet. Warte mal, du arbeitest immer, warum? Achso, genau, nur bei denen hatte ich gesagt, wenn die genügend Heavy Oil ist. Ja, genau, sonst, ansonsten. Die hier würden immer arbeiten. Will ich aber so nicht. Ich müsste mir eine Schaltung überlegen. Warte mal. Die Cider. Es ist laut hier. Kann man ja nicht denken. So. Wir brauchen Decider für Schwefel. Wenn wir wenig Schwefel haben, wollen wir es produzieren. Und wenn wir zu viel Öl haben, nee, das ist kein Argument. Wenn wir zu wenig Heavy Oil haben, wollen wir auch produzieren. So. Dann hätten wir hier die Möglichkeit. Machen wir so. Du bist für Heavy Oil zuständig und du sagst. Also genau, Ausgangssignal machen wir mal S für Schwefel. Und das ist dann 1, bitte. Heavy Oil. Kleiner. Das wären 20% von dem, wenn das hier unter 20% fällt. Die arbeiten hier schon ab 3000. Also unter 10.000. Dann könnt ihr was mitmachen. Mal eben kopieren. So, nur du sagst hier. Schwefel. Da wäre es ja schon gewesen. Kleiner, ich weiß es nicht. Auch von welchem Lager her überhaupt. Eigentlich von dem hier. Wenn hier nichts mehr drin ist. Was macht ihr hier? Schwefel größer 5000, da passiert irgendwas. Ach, dann liegen die hier raus. Genau, wenn der mehr als 5000 hat, liegt der hier raus. Das ist okay. Und sagen wir mal, wenn der hier kleiner als 50.000 ist, dann kann der andere produzieren. Ist der hier irgendwie verbunden? Haben wir hier ein Schwefelsignal? Ne, wir haben hier nur Light Oil. Das würde ich hier aber einfach mal mit verbinden. Gehen wir hier.
mit an den Mast. So, und jetzt haben wir hier ein Schwefelsignal. Nee. Hä? Hier habe ich ein Schwefelsignal. Da, 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 da. Und da ist dann Schluss. Da habe ich das noch. Also das geht hier nur zu den Ärmchen, alles klar. Und hier haben wir... Also die bekommen das von da mit dem Heavy Oil. Gut, dann machen wir das mal von hier nach da. So, hier haben wir jetzt ein Schwefelsignal und du sagst, wenn Schwefel kleiner ist als 50.000. Dann würdest du auch S auf 1 setzen. Dann werden die beiden verbunden. Und mit denen hier verbunden. So, ihr macht das, wenn S größer 0 ist. Ist jetzt nicht, weil Heavy Oil... Doch, eigentlich müsste S größer 0 sein. Wie ist denn jetzt unser S-Wert? S ist 1. Ja. Achso, er hat kein Rezept. Ne, okay, er würde schon arbeiten wollen. So, weil wir jetzt zu wenig Öl haben, zu wenig Heavy Oil, arbeiten die hier mit. Aber ein Problem ist natürlich auch Crude Oil. Ich habe hier eigentlich genug Crude Oil. Das geht nur hier nicht durch irgendwie, ne? Müssen wir noch mal eben dran arbeiten. So, vorsichtig. Hier ist doch genug Crude Oil da. Arbeiten die auch. Wie schnell geht das hier weg? Ziemlich schnell. Warum kommt da kein neuer Zug?
Oh, das kann sein mit Drilling Fluid und so. Brauchen wir dafür Eisen? Ist da irgendwie was? Der macht noch nichts. Der würde da jetzt hinkommen. Der läuft voll, das ist auch gut. Wobei eigentlich zu langsam, ne? Der ist eigentlich zu langsam. Und warum bist du im Manual-Modus? Was mit dir? Okay. So, jetzt haben wir zwei Züge, die hier regelmäßig hinkommen, oder? Der tut ja noch nichts. Und der sagt, boah, 3,5, ey. Das ist ein Fass ohne Boden hier mit dem Heavy Oil. Jetzt muss ich noch mal schauen, wie ist das mit ihm hier? So, er hat jetzt zwei Tanks. Das könnte hier zum Problem werden. Hier darf keiner mit zwei Tanks hinfahren. Weil der Bahnhof doof gebaut ist. Das muss ich eigentlich ändern. Wo ist der Bahnhof? Das ist hier schlecht. Ach nee, warte. Doch, doch, man kann hier mit zwei hinfahren. Nee, ist okay. Wir müssen da mal schauen, warum der nichts macht. Genau, bevor ich das mache, gucke ich erstmal, was ist hier mit dem Dampf. Das ist voll. Ja, weil die auch zu wenig Öl haben. Ich knips ihm hier mal sein Öl ab. Ich will mal testen, ob die Anlage links funktioniert. Oh, das läuft gut. Jo. Ja, hier wird schon ein bisschen weniger. Ist okay. So, wir kommen jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen, wie man so schön sagt. Was ist denn hier los? Haben wir auch ein Graphitproblem? Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass hier eingelagert werden muss. Naja, aber es ist genug da. Das war wahrscheinlich gerade ein Zug da, der das abgeholt hat. So, jetzt müssen wir uns nochmal ums Öl kümmern. Nein! Ich wollte doch nur noch aufspringen. Also gut, dann nehme ich so einen Salzzug, was? Kommen wir relativ in die Nähe. Ach so, und vorher. Moment, jetzt müssen wir noch. Ich muss erstmal hier mein Megaradar aufstellen. Und ich muss ein neues Megaradar bauen.
Dafür brauche ich Eisen. Drei. Drei. So, dann muss ich Salz eben wegschmeißen. Dann haben wir Borax. Naja, muss jetzt nicht sein. Du willst wohin? Farm. Nee. Also ich fahr mal los. In der Zwischenzeit ein Mega da. Und ich wollte das andere aufgestellt haben. Habe ich natürlich nicht gemacht, ne? Also wir machen Folgendes. Die Folge geht ja jetzt nicht mehr ganz so lange. Wir gucken mal, dass wir Crude Oil da hinten noch in die Gänge bringen. Und dann werde ich die Standard-Borax-Geschichte in diese vier Reihen bauen, so wie ich es gesagt habe. Das ist ja nichts Besonderes. Und dann müssen wir uns um das nächste Abfallprodukt kümmern, Tailings Dust. Und das ist dann wieder was, was wir gemeinsam machen. Was sagt jetzt eigentlich Strom? 850, ohne dass Akkus geladen werden. Ja, jetzt doch, da werden Akkus geladen. 50. Das ist auch ein gutes Zeichen, 800 MW. Tailings Dust haben wir ja hier schon mal entsorgt, quasi daraus Kupfer und Eisenerz gemacht. Jetzt will ich mal schauen, lohnt es sich hier auch das Ding durch ein Mega da zu ersetzen? Ja. Ich nehme den hier mal weg. So ungefähr hier könnte ich mir das vorstellen. So, testweise mal hier hin. Oh, Strommasten habe ich nicht genug. Nee, das reicht jetzt gerade um einen Strommast gleich nicht. Sogar noch einen über. So, gute Planung. Ja, und da haben wir hier einen Anschluss und also okay, damit haben wir jetzt Crude Oil auch mit drin. Es sieht wohl einfach so aus, als hätten wir hier nicht keine Förderpumpen. Doch, kein Strom. Okay, ja, doch nicht ganz so super geplant. Mist. Grrr. Habe ich Strommasten in meinem Zug? Kann ich jetzt nicht sehen, weil ich habe das Radar nicht aufgestellt. Crude Oil, ich hoffe mal, ich habe da.
Ich hoffe, ich habe da Strommasten. Und ach so, guck mal, hier habe ich auch noch die falschen Sachen. Kann man noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den Tanks hinstellen. Dafür drei Pumpen weg. Gleich. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Dann haben wir die verbunden. 1, 2, 3, 4 sind die verbunden. Das würde ich sogar hier mal mit anschließen wollen. So. Und er wird hiermit angeschlossen. So. So, bitte Strommasten für mich dabei. Nein. Ist mir egal. Ich nehme jetzt die alten. Passiert da was? Das ist hier auch noch nicht verbunden, ne? Da werde ich mich irgendwann mal wundern, warum hier noch alte Strommasten sind. Ich glaube, es reicht nicht ganz für alle. Na doch. Super. Okay, erfüllt sich dann. Ach so, ich weiß natürlich. Natürlich, deshalb habe ich. Wegen der Umweltgeschichte. Alles klar. Ich muss die Basis da wegmachen. Ich hole mir jetzt Strommasten, schieße die kaputt und wir sehen uns nächste Folge, wenn wir uns um Tailings Dust kümmern. Also, bis dann, macht's gut. Tschüss.